Willkommen zurück zu The Long Dark. Wir schauen uns whatever wo um. Ich habe keine Ahnung, wo ich ja eigentlich bin. Schön wäre natürlich wieder so ein kleiner Überraschungseffekt. Habe ich schon gefunden für die Nacht, falls es notwendig ist. Und wir haben auch im letzten Part ein Seil gefunden. Ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob ich das wirklich möchte. Schön am Rande bleiben. Seite geguckt. Auch nur, wenn ich sowas tue. War hier nicht eben Wasserfall, so ein kleiner? Bin mal gespannt, wie weit ich hier komme. Ne, den Wasserfall habe ich mir wohl eingebildet. Was auch immer ich da gesehen habe. Fata Morgana hier. Oh, hier geht ja wieder so ein Schluchtding. Nee, ich habe mir keinen Wasserfall eingebildet. Hier ist ein Wasserfall. Ah. Ob das hier so gesund ist? Es gibt ja auch Wasserfälle, durch die du durch kannst. Wie das hier ist, weiß ich nicht. Ich probiere so etwas ehrlich gesagt auch nicht ganz so gerne. Weil... Ah, hier ist eine Höhle. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber ich glaube, hier... Da komme ich aber nicht weiter. Goodie, aber wir können das einzeichnen. Hier haben wir auch ein paar Stöcker. Das ist auch cool. Kriege ich ein bisschen mehr, wenn ich hier in diese Richtung schaue. Wie viel habe ich denn? Für eine Nacht würde es reichen. Wir brauchen auch unbedingt Kohle wieder. Ja, ich gucke noch ein bisschen. Solange ich weiß, wo ich Punkte habe, wo ich hin kann, ist das alles auch nicht so ein Problem. Ja, auch wenn ihr Arsch kalt ist. Ah ja, okay. Zeichnen wir noch da vorne ein und dann haben wir so einen schönen Übergang bei der Karte.
Es bleibt relativ ruhig, ne? Ich bin erstaunt, ehrlich gesagt. Durchsucht. Was hatte ich denn hier bei durchsucht? Das hatte irgendwie Sinn. Von hier bin ich gekommen, ne? Oder? Ach so, das war hier, wo ich... War das nicht hier, wo ich das Kletterseil hoch gekraxelt bin? Sie kann aber mal eben was essen. Mir geht das Essen aus. Wenn mir das Essen ausgeht, dann wird's echt doof. Dann kann ich immer nur hoffen, dass ich ein Tierkadaver finde. Weil ich habe keine Waffe. Doch, oben beim Haus war einer, ne? Ja gut, die könnte man sich holen. Und dann müssen wir eventuell doch jagen. Oder wir nehmen einfach das Haus hier vorne. Welches hoffentlich ganz viel zu essen beinhaltet. Das ist doch toll. Ja, schön. Schön, schön. Finde ich echt supi. Ich habe diese kleine Fischerhütte noch gar nicht eingezeichnet. Ja, nice. Sehr gut. Mal schauen, die sieht nicht wirklich groß aus. Nee. Oh, aber hier ist ein Ofen, das ist gut. Da ist Munition. Da ist eine neue Sprühflasche. Wir gucken uns später noch richtig hier um. Ich würde gerne einmal Karten spielen, damit ihr einfach nur ein bisschen wärmer wird. Okay. Es ist in Ordnung. Ach, ich hätte die Kohle noch mitnehmen können. Da ist bestimmt Kohle drinne. Warme Lebensmittel und Getränke wärmen dich auf. Ist das nicht schön? Ich glaube, ich habe bis jetzt noch nicht einmal Lebensmittel hier warm gemacht, ne? Also im LP, so habe ich das schon gemacht. Yay! Danke! Oh, das ist bestimmt tiefgefroren. So, was haben wir hier denn sonst noch so? Boah, es ist unglaublich groß, finde ich. Jetzt ist die Frage, wie ich hier rüberkomme. Ob ich da einfach so rüberlatschen kann. Für gewöhnlich beobachte ich ja eher die Tiere. Um das festzustellen. Aber hier sind leider gerade keine. Hütte hier. Warte mal, erstmal die Ecke schauen. Was es da gibt und ob es etwas gibt.
Nicht wirklich, wa? Scheint es eher Sackgassen zu geben. Ja, nach oben gehen wir auch nochmal. Auch wenn ich nicht wirklich will. Das war echt nicht lustig da oben, muss ich wirklich sagen. Aber jetzt gerade ist total entspannt, ne? So das Wetter. Aber das ist es ja meistens gegen Abend. Komischerweise. Ich glaube aber eher, dass das Zufall ist, dass ich das hier so erlebe. Ich denke nicht, dass das zum Standard gehört. Warte. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Oh! Hi! Hope nobody needs this anymore. Ja, weißt du, wir brauchen das auch nicht. Gefallen? Ich hoffe ja nicht. Ist ja furchtbar. Naja. Für ihn war es wahrscheinlich so oder so furchtbar. Aber weil der da genauso liegt. Schauen wir uns die anderen Ecken nochmal an. Ich habe nur noch ein Kohlestück. Dann ist meine Kohle alle. Das ist empty. Ich nehme auch noch ein bisschen mehr Holz mit. Wir lassen das schön brennen. Die Nacht. Das mache ich aber gleich auf dem Rückweg. Ich hätte das mal noch markieren sollen. Die Stelle. Was ist das für ein Haufen? Ist nichts, ne? Oh Gott. Und da hinten geht's auch noch durch. Okay. Wir werden uns am anderen Tag noch mal richtig umschauen. Okay. Ich bin drüben. Und ich glaube, hier geht es noch lang und da geht es auch noch lang. Oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte eben, da steht auch ein Haus drauf.
Das glaube ich. Okay. Wow. Ja, ich gehe erstmal wieder zurück. Ich würde die Nacht ganz gerne im Haus verbringen. Es fängt schon wieder an, lauter zu werden. Ich habe auch keine Kohle mehr zum Einzeichnen. Gott, ich hoffe, ich finde das Haus jetzt wieder. Es wird stürmisch. Ich will das nicht. Hier bin ich eben rübergelaufen, ne? Okay, Achtung. Ist gut. Hat funktioniert. Also, wir sind hier in zwei Sackgassen reingelaufen und die nächste müsste es dann sein. Wobei, eigentlich brauche ich ja nur dem Wasser folgen, ne? Dann bin ich mal gespannt, was wir hier alles noch entdecken. Da hinten sieht das auch interessant aus. Da ist er ja. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Jetzt ist es mir egal. Ja, ja, das kommt wegen dem Holz. Das verbrennen wir gleich. Alles gut. Anglerhütte. So, sehr schön. Und dann sehe ich mal zu, dass ich ein bisschen mehr Kohle kriege. Kohle nehmen. Zwei Stück. Feuer machen. Nee, den würde ich ganz gerne behalten. Sie hat Hunger. Yay! Oh ja. Oh ja. That's a good one. So sieht's aus. Was haben wir da? Das war's. Mehr geht nicht. Werden wir einmal Wasser garn. Schlägt doch mal diese
Kohle weg. Oh, da ist ein Beil. Ach, einen Topf haben wir hier auch. Ich brauche mal eben Licht. Das reicht hier leider nicht. Oh, das ist schön. Ach, hier können wir sogar ein bisschen länger bleiben. Finde ich voll gut. Und hier gibt's Essen. Hier gibt's Hundefutter. Hier haben wir eine Notiz. Mir gehen die Ausreden aus, warum ich die... warum ich die Klappe halten sollte? Jetzt nehmen die Bergleute mich vielleicht nicht ernst, aber wenn sie so weitergraben... Zu tief, wenn man mich fragt. Viel zu tief. Was? Ja, okay. Nehmen wir mit. Kohle, Metalleimer. Ist das alles, was ich zu essen kriege? Hundefutter? Hundefutter? Nichts anderes? Hast du eine Rose hier? Dann bekomme ich hier eigentlich keine Rosen. Aber auch Mund. Not sure I can carry much more. Ja, okay. Das Buch werden wir auf jeden Fall lesen. Oh, das ist richtig gut, die Hütte. Die muss ich mir auf jeden Fall merken. Ich werde hier jetzt auch gar nicht alles an Holz und so verbraten. Ja, wir haben hier Munition, aber leider keine Waffe. Denn ich mache mir echt ein bisschen Sorgen um die Vorräte. Ja. Muss jetzt noch mal eben warten, bis das hier fertig ist. So, mach mal aus. Kannst du mal eben trinken. Oh, 13%. Als wenn es nicht schon schlimm genug wäre, dass es Hundefutter ist. Esse ich auch noch vergammeltes Hundefutter. Yes. Hat es was gebracht oder nicht? That didn't work. Ah. Okay. Schauen wir mal. Entweder überlebe ich das oder eben nicht. Dann ist es so. Ich will die anderen jetzt auf jeden Fall nicht auch noch nehmen. Schneller. Hier, wir können hier nochmal eben... So. Ja, ja, wir gehen jetzt auch schlafen. Wenn ich dann das Bett finde. Das Bett müsste eigentlich hier sein. Ne, das ist eine Bank. Bett. Bett. Irgendwo stand hier Bett. Da, danke. Warte mal eben. Es klappt nicht.
Umso mehr da drin ist, umso mehr Kohle kriegen wir. So, wo ist denn jetzt wieder mein Bett? Was ist denn hier? Bank. Da. Lebensmittelvergiftung bleibt. Danke. Okay. Und das Feuer brennt immer noch. Vielleicht kann ich das auch mal eben nutzen. Und dann bleiben wir halt noch einen Tag länger hier drin. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wo ist denn das? Kann raus. Och, echt? Ja, okay. Dann kann das auch raus. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Wanderschaft. Ist natürlich ist natürlich doof, wollte ich sagen. Wegen der Kohle. Die wollte ich doch mithaben. Okay, oder ich muss hier wieder zurückkommen. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Tschüss.